So, hier das neue Gewächshaus, Folienhaus, für den kleineren Geldbeutel. Für alle die, die sich kein Glas Gewächshaus leisten können oder wollen, aber trotzdem eine große Anbaufläche haben wollen, kann ich so ein Folienhaus nur empfehlen. Die Folie kostet 3 Euro den Quadratmeter. Ich habe eine Rolle gekauft. 50 Quadratmeter drauf. Das Gewächshaus ist 4x3 oder 4x2,75. Das hier sind meine Chilis noch, die ich von den Schnecken retten musste. Hier kommen nächstes Jahr die Gurken hin. Oben das Dach. Ich habe das alles aus 4x6 Dachlatten gebaut. Der Lattenabstand bei dem Dach beträgt 60 cm circa. Und ich habe unter den Dachspan nochmal eine Folie lang gezogen, sodass ich nach oben eine Isolierschicht habe. So, unten habe ich Isoliermatten hingepackt, die habe ich umsonst vom Maurer bekommen. Die müssen nicht sein, aber Schaden tun sie nicht. Ich will das Ganze nächstes Jahr hier, wo jetzt die Zwiebeln sind, von Gurken rein, und ich werde das alles hier drin in Bütten abziehen. Dann brauche ich hier keinen großen Erdhausausflug machen, wenn ich irgendwie Erde austauschen müsste oder so. So. An den Seiten habe ich jeweils, insgesamt sind hier 8, also hier sind Punktfundamente drin. Und 8 Sack Estrichbeton reingekommen mit A 40 Kilo der Sack. An jede Ecke. Einmal in der Mitte und noch mal eine Verstärkung an der Tür. Oh, es ist ein bisschen hell jetzt hier. Und da ist auch ein stärkeres Eisen, während in der Ecke nur Bandeisen eingelassen sind im Beton. Und dann habe ich einen Kranz gemacht mit den 50x25 Gehwegplatten, die auch recht günstig sind. So, ich habe innen drinne wollte ich so viel Standmöglichkeit wie möglich haben, also Standhöhe, da ich die Gurken auch nach oben ranken lassen möchte. Und bin ich ziemlich hoch, fast 2,70. Und da hinten die Zinkrinne muss natürlich nicht sein. Da tut es auch alles andere oder gar keine. Und vor die Folie habe ich einfach Konterlatten geschraubt und vorher festgetackert. Die Folie hier mit dem Nagelband, ja, kann ich mal was hier sehen, das hat sich gar nicht so gut erwiesen. Also die Folie ohne Nagelband ist, denke ich mal, genauso zu empfehlen. Weil das wälzt sich auf dem Dach doch ein bisschen. Ich habe sie auf dem Dach ein bisschen weiter überlappen lassen. Aber ich denke mal, die überlappt weit genug, dass es da nicht reinregnet. Bis jetzt hat es das auch noch nicht getan. So. Ja, dann viel Spaß beim Nachbauen.